Schönes Wetter war vorhergesagt worden und so ist es zum Glück auch gekommen. Willkommen hier im Old Trafford. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu diesem Spiel. Durch das Spiel begleiten Sie Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann. Und wir zeigen heute eine Begegnung aus der Premier League. Manchester United gegen Nottingham Forest. Das sind zwei Mannschaften, Wolf, die kennen den Begriff Freundschaftsspiel eigentlich gar nicht. Die geben immer Vollgas. United ist eine dieser Mannschaften, vor denen vermutlich im Moment ganz Europa zittert. Ja, Wolf, und das nicht nur, wenn ein Spiel gegen Manchester United ansteht, sondern auch, wenn das Transferfenster aufgeht. Die holen sich eigentlich, wen sie wollen, und gefühlt wollen sie ja jeden. Hier ist die heutige Aufstellung von Manchester United. Auf der Torhüterposition David de Gea. Christian Eriksen steht zusammen mit Casemiro im Zentrum. Und einzige Sturmspitze ist Anthony Martial. Das ist die heutige Aufstellung der Gäste. Im Tor ist Dean Henderson. Cheku Kouyaté steht mit Rebo Freuler im Mittelfeld. Und im Sturm sehen wir zu Beginn dieser Partie bei Ihnen heute nur einen Stürmer. Im Old Trafford geht's los. Wir freuen uns auf eine spannende Partie. Hier kommt die erste Spielhälfte. Shaw. Rashford. Luke Shaw. Es gibt Abstoß. Da hätte er mehr draus machen können. Bruno Fernandes ist so ein Spieler, der kann heute vielleicht so etwas wie der Schlüsselspieler dieser Partie sein. Vor dem Tor kaum zu bremsen, das ist oft einfach nur Instinkt und das kannst du kaum lernen. Das musst du haben, diesen Torriecher gehört genau auf dem Gebiet wirklich zu den Besten. Schöner Angriff, Nebenleute bieten sich an. Ja, das ist ein guter Pass. Verteidiger ist da, er hat den Ball. Parade der Herr, aber noch gefährlich. Er macht das frühe Führungstor. Wir schauen uns das Tor noch mal an und entscheidend ist hier einfach, dass sie den Ball nicht wegbekommen. Schauen nur zu. Und es rächt sich. So, United ist hinten. Jetzt muss eigentlich sofort eine Reaktion kommen. Ich glaube, er ist angeschlagen. Sie sollten ihn vielleicht rausnehmen. Eriksen. Anthony. Manchester United auf dem Weg nach vorn. Das kann gefährlich werden. Lingard. Kouyaté. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Sieht nicht gut aus bei ihm. Sie werden wohl wechseln müssen. Sehr gutes Tackling. Das war wichtig. Sie drängen auf den Ausgleich bei dieser Ecke. Ecke Eriksen.
Christian Eriksen. Das gibt Elfmeter. Chance, den Ausgleich zu machen. Chance, wieder reinzukommen in dieses Spiel. Da gibt er Elfmeter, aber keine Karte. Das gibt es zwar selten, aber für meine Begriffe geht das hier in Ordnung. Das soll jetzt der Ausgleich werden. Diesen Elfmeter lassen Sie sich nicht nehmen. Einseits, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Aurier. Weiter dieser Angriff, da bieten sich Ihnen jetzt mehrere Optionen. Hereingabe in die Mitte. Er beißt auf die Zähne, aber die Verletzung beeinträchtigt ihn doch stärker als gedacht. Er geht dazwischen. Martial. Anthony Martial lässt sich feiern. Wieder einmal. Tolle Aktion. Wunderbares Tor. Das sind typische Szenen, so wie wir es von ihm kennen. In denen kann man ihn einfach nicht stoppen. Bisschen höher und das Ding klatscht an die Latte, aber so, hier sieht es nochmal, sehenswerter Treffer. Jetzt steht es hier 2:1, eine enge Kiste. Sie trainieren viel mit dem Ball und das sieht man hier auch in dieser Szene. Technisch von allen Spielern. Große Klasse. Ich glaube, sie sollten ihn rausnehmen. Das sieht nicht gut aus. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Martial. Und da geht der Spieler dazwischen und fängt den Pass ab. Kurz vor der Pause sind die Gastgeber hier knapp in Führung. Man United ist sehr aktiv, macht viel. Man spürt, die wollen diesen Sieg unbedingt. Es gibt... Aber das ist jetzt die Chance. Klasse gehalten von De Gea. Vielleicht sollten sie ihn runternehmen. Die Verletzung macht ihm wohl doch zu schaffen. Es werden noch mal 2 Minuten draufgelegt. Ball bleibt im Spiel. Schöne Aktion. Es ist Pause, liebe Zuschauer. Das war die erste Hälfte hier aus Old Trafford. Von Bruno Fernandes haben wir in Durchgang 1 eine Menge gesehen. Konnte den Elfmeter sicher im Tor unterbringen und der Spielstand stimmt hier im Moment ja auch zuversichtlich. Knappe Führung für Manchester United zu Beginn dieser zweiten Hälfte. Mal sehen, wie sich dieses Spiel hier noch entwickelt. Super Zweikampf, den Ball hat er. Guck. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Der Ball läuft richtig gut. Jetzt kommt der Schuss. Der Abwehrspieler wirft sich in den Schuss. Sie können diesen Angriff nicht in etwas Zählbares ummünzen. Anthony. Den Zweikampf führt er sehr gut. Hartes Einsteigen, aber Vorteil. Kein Pfiff, Spiel geht erstmal weiter.
Freuler. Morgan Gibbs White. Die Chance jetzt. Ball ist weg. Bruno Fernandes. Das hat er geahnt. Anspielstationen werden da, machen sie sehr gut. Luke Shaw. Chance für Bruno Fernandes jetzt. Er kann diesen Ball halten, aber die Gefahr ist noch nicht bereinigt. Sah vielversprechend aus, aber klar, das dürfte gelb gehen. Das ist korrekt, es gibt gelb. Die gibt vielleicht nicht jeder, aber geht in Ordnung. Jetzt kommt hier der Wechsel. Gehalten. Ball kam aufs Tor, aber wirklich präzise, wirklich hart war er nicht. Da ist der Ball weg. Da suchen sie jetzt die Lücke. Sie spielen steil, gefährlich. Kein Problem, den hat er. Ich weiß nicht, ob wir hier die Wiederholung noch gebraucht hätten. War ja eigentlich in Echtzeit schon recht deutlich. Ja, aber so gibt es dann eben keine Diskussionen mehr. Da kommt die Ecke. Ah, den muss er besser erklären. Guck. Könnte der Ausgleich sein. De Gea, da war er wieder. Super Parade aus dieser kurzen Entfernung. Manchester United. Die Ecke kommt rein. Vielleicht jetzt. Ganz sicher. Ecke kommt in die Mitte. Er hat den Kopfball. Starke Aktion. War aber auch ein super Abschuss. Den musst du erstmal rausholen. Ecke wird kurz ausgeführt. Und er schießt. Damit hat er keine großen Probleme. Jetzt kommt der Wechsel. Eck in den Strafraum. De Gea passt hier gut auf und ist da. Diogo Dalot. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Manchester United mit geduldigen Pässen. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes am Ball. Casemiro.
Den Ball hat er, ganz souverän. Er hat den Ball, aber schwierige Situation. Fahne des Assistenten geht hoch, abseits. Uiuiui, das war hauchdünn. Jetzt wird hier gewechselt. Regulär sind es nur noch 60 Sekunden. Emmanuel Dennis. Sie drängen auf den Ausgleich, aber die Zeit läuft ihnen davon. Ballgewinn, gefährliche Position. Schlusspfiff in dieser Partie. Manchester United hat gewonnen. Knapper Sieg am Ende, ein enges Ligaspiel. Und man merkt ja auch, sie atmen durch. Das hätte durchaus anders ausgehen können. Und das wissen sie. Er hat heute wirklich gut gespielt, Buschi. Eine wirklich gute Leistung bei diesem Sieg. Hat ja auch den Elfer verwandelt. Also kann zufrieden sein.